Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ich habe mich heute am 8. März hier eingefunden, um die siebte Lesung zu beginnen von dem wundervollen Buch von Karl Theodor Griesinger, veröffentlicht in 1866. Muss man immer bedenken, wie alt dieses Buch schon ist und trotzdem auf der anderen Seite, wie aktuell die Lesung davon ist, weil die Statuten der Jesuiten haben sich im Grunde nicht geändert in all der Zeit. Was sich geändert hat, ist, dass die Jesuiten inzwischen offen auskommen dafür, dass sie eine Geheimgesellschaft sind, sind sie sehr, ich sag mal, in aller Munde. Und sie sorgen da natürlich für, dass durch ihre Lügen ihr Bild in der Öffentlichkeit ein ganz anderes ist als das, was es wirklich ist. Mit anderen Worten, sie tragen eine Maske und diese Maske setzen sie auch in der Öffentlichkeit niemals ab. Die Jesuiten gelten als gute Ausbilder, sie gelten als ein fürsorglicher Orden, der sich um Ausbildung kümmert, der sich um Kranke kümmert, der sich um Gefangene kümmert. Das ist alles ganz schön, aber das ist nur das äußere Bild. Das ist genau wie mit den Rotary Clubs, die ja der Anfang vom Einstieg in das Freimaurertum sind. All diese ganzen Gesellschaften haben eben, das darf man nie vergessen, eine esoterische, also eine innere, und eine exoterische, also eine äußere Lehre, die Lehre für die Nicht-Eingeweihten. Und davon profitieren die Jesuiten heutzutage unglaublich stark. Und deswegen haben die ein Bild in unserer Gesellschaft, dass niemand sie verdächtigt, der Taten, der sie eigentlich verantwortlich sind. Und um über diese Taten zu lernen, müssen wir in Geschichtsbücher eintauchen, wie unter anderem das Buch hier von Griesinger, das ja mit seinem ganzen Titel heißt »Die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt«. Zwei Bände, und im ersten Band bin ich auf Seite 77 im PDF angekommen. Und da werde ich dann jetzt auch fortfahren mit dem Lesen. Ignaz von Loyola als Ordensgeneral, so lautet das fünfte Kapitel in dem Buch, das auf Seite 77 hier anfängt. Das erste Geschäft, welches der neue Orden vorzunehmen hatte, war, einen Vorsteher oder General zu wählen, und diese Wahl fiel einstimmig auf Ignatius von Loyola. Oder Ignaz von Loyola, wie hier noch geschrieben steht, den Stifter der Sozietät, also Gesellschaft. Zwar allerdings befanden sich zur Zeit der Wahl außer Ignaz nur fünf Ordensglieder in Rom, nämlich Lejean, Pasquier Bruet, Laines, Codur und Salomon und Salmeron. Allein man kann die Wahl deswegen doch eine einstimmige nennen, weil die übrigen Genossen schriftlich zustimmten. Ignaz trat auch wirklich die ihm zugedachte Würde nach einiger Scheinverweigerung, naja, zum Schein irgendetwas verweigern oder sonst was tun, zum Schein etwas tun, da sind sie ja auch bekannt für. Ignaz trat auch wirklich die ihm zugedachte Würde nach einiger Scheinweigerung am heiligen Ostertag des Jahres 1541 an, also am Ostertag ist nichts heilig, da war eben darauf hingewiesen, wir haben ja in weniger als einem Monat dieses Jahr 2018 auch wieder Ostern, einen heidnischen Feiertag, und darüber kann ich euch natürlich noch im Deutschen mehr erzählen, wenn ich das Video mache von der Babylon Mystery Religion von Ralph Wutrow, das Buch in Deutsch, und da fällt mir gerade ein, das könnte ich natürlich jetzt, weil das ja passt, könnte ich ja über Ostern das Video vorziehen. Und dann werde ich das so zur Osterzeit mal rausbringen. Das ist eine gute Idee. Werde ich gleich mal mir notieren. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. Ostervideo. Ich habe da ja schon mal eins von gebracht in der Lesung von Alexander Hislop, wie ihr euch erinnert, von Babylon nach Rom. Aber ich werde das mit dem Ralph Wutrow Buch jetzt auch mal bringen zu Ostern, weil das andere ist ja schon 2 Jahre her und da sind ja einige Leute, die mich damals noch nicht kannten und vielleicht auch das Video sich in den Archiven nicht anschauen. Also,
Ignaz trat auch wirklich die ihm zugedachte Würde am heiligen Ostertag des Jahres 1541 an. Wie gesagt, am Ostertag ist nichts heilig. Und es musste seinem kommenden Ehrgeiz ungemein schmeicheln, seinem flammenden Ehrgeiz ungemein schmeicheln, dass er es endlich durch die ungeheuerste Ausdauer doch so weit gebracht habe. Dagegen fragte er sich sehr, oder es sich sehr, ob auch nur ein kleiner Teil dessen, was er mit seinen Leuten zu leisten versprochen, durchgeführt werden könnte. Denn die Lage, in der sich das Papsttum damals befand, war eine überaus schwierige. Wir sprechen also von 1541. Das ist 4 Jahre vor dem Konzil von Trient. Ich glaube, dass Griesinger darauf eingehen wird, dass die erste große Tat der Jesuiten die Organisation und Leitung des Konzils von Trient, das 1545 anfing, war, dass das darauf hinausführt. Allüberall in der ganzen christlichen Welt hatte die Reinheit des Glaubens einen, was ist das denn hier? Ein erlitten? Stachel oder sowas kann ich mir. Ein Makel mit CK oder was? Ja, komisch geschrieben. Überall in der ganzen christlichen Welt hatte die Reinheit des Glaubens einen Makel erlitten und an die Stelle des Eifers und der Liebe war Kaltsinn getreten. Die Geistlichen und Priester erwiesen sich fast sämtlich durch ihre schamlose Lebensweise ihres Amtes unwürdig, und zudem besaßen sie so geringe Kenntnisse von dem Wort Gottes, dass sie nicht einmal hätten entscheiden können, ob Melchisedek oder ein Tafeldecker oder ein Tanzmeister gewesen sei. Von den Klöstern will ich ohnehin nicht reden, und noch weniger von der Keuschheit darin, die es noch nie gegeben hat. Nicht verschwiegen aber darf werden, dass in Rom selbst mehr Heidentum als Christentum gefunden werden konnte. Und wie gering die Scheu war, welche die Menschen selbst vor dem Allerheiligsten hatten, ersieht man am besten daraus, dass man in einzelnen Kirchen einen Kettenhund an den Hochaltar fesselte, damit das hochwürdige Gut oder die Monstranz nicht aus dem Tabernakel gestohlen würde. Wie übrigens in Rom, so und noch ärger sah es in der ganzen Welt aus. Spanien und Welschland erstickte in einer Unwissenheit und Trägheit, Deutschland war durch Luther, Frankreich durch Calvin, die Schweiz durch Zwingli, England durch seinen eigenen König zum Abfall gebracht worden, und mit jedem Tag mehrten sich die Ketzer wie die Ketzereien. Ja, also dass wir das eben bitte schön richtig verstehen, ja? Spanien und Welschland erstickte in seiner Unwissenheit und Trägheit. Deutschland war durch Luther, Frankreich, Calvin, Schweiz durch Zwingli, England durch seinen König zum Abfall gebracht worden. Zum Abfall von der römisch-katholischen Kirche. So müssen wir das verstehen, ja? Die Umkehr zur Wahrheit wird von der römisch-katholischen Lügenkirche natürlich als Abfall betrachtet. Ja? Und mit jedem Tag mehr mehrten sich die Ketzer sowie die Ketzereien. Ja, ein Ketzer in der Bibel ist ein anderer als ein Ketzer im römischen Katholizismus. Das steht ja wohl fest und das wissen wir ja inzwischen auch. Also, ich bitte immer darum, dass ihr, wenn ich das hier lese, dass ihr das so versteht, wie es auch wirklich verstanden werden muss und nicht so, wie es hier immer geschrieben steht. Weil natürlich geht auch der Schreiber, der Autor dieses Buches, der Griesinger, davon aus, dass das gelesen wird von Leuten, die hauptsächlich protestantisch sind und die natürlich das auch verstehen. Und wenn er hier vom Abfall spricht, dass er das natürlich aus Sicht der römisch-katholischen Kirche so sagt. Ja, die allerärgsten Gräuel wurden ohne Scheu, selbst noch mit Lachen und Hohn vollbracht, und böse Buben scheuten sich nicht, den Pferden konsekrierte Hostien unter die Hafer zu mischen. Den Pferden konsekrierte Hostien, also die Oblate, unter den Hafer zu mischen, oder ihre Trinkgelage mit dem heiligsten Kelch oder geheiligten Kelch zu feiern. Wer aber nahm sich der also täglich herabgekommenen römischen Kirche an? Fast niemand,
auf der ganzen weiten Welt, und wenn es jemand tat, so tat er es nicht mit dem gehörigen Geschick. Dies alles jedoch sollte sich mit dem Beginn des Ordens der Jesuiten ganz anders gestalten, und mit Staunen sah die Welt, welch unendlich Großes eine kleine Gesellschaft leisten kann, sobald sie von einem ehernen Willen, der seinen Zweck nie aus dem Sinne verliert, geleitet wird. Selbigen ehernen Willen aber hatte Ignatius, und zwar jetzt in seinem 50. Jahre, in noch erhöhtem Maßstabe als damals, als er sich den halb geheilten Fuß nochmals brechen ließ, um nicht verstümmelt in der Welt erscheinen zu müssen. Tag und Nacht hatte er nichts vor Augen als den Sieg des Reiches Christi, wie er den Sieg des Papsttums nannte, und er betrachtete sich als so sehr dem Dienste Jesu geweiht, dass er alle Bande, die ihn noch an die Welt fesselten, insbesondere durch die der Blutsverwandtschaft, ohne weiteres zerriss. So zum Beispiel warf er kalten Blickes die nach langer Reihe aus seiner Heimat erhaltenen Briefe, welche ihm der Türsteher des Prozesshauses mit freudigem Eifer einhändigte, ohne sie zu lesen, ins Feuer. Dieselbe Lossagung von persönlichen Beziehungen mutete er aber auch seinen Genossen zu, und namentlich verlangte er von ihnen, den Streitern Christi, jenen unbedingten, blinden Kadavergehorsam, lass mich hinzufügen, den der Soldat seinem Offizier schuldig ist. Hierin war er ganz unerbittlich, und er nahm dabei weder auf die Person noch die Geburt noch die Kenntnisse noch den Verstand oder die Bildung die geringste Rücksicht. So konnte es ihm einfallen, einen der gelehrtesten der Genossenschaft plötzlich zum Koch zu bestimmen, nur um ihn in der Demut zu üben, und einen anderen, der sich vielleicht auf seine adlige Geburt etwas zu gut tat, befahl er, die Küche zu fegen oder vor der Straße zu kehren. Am übelsten war er auf dem Müßiggang zu sprechen, und es kam vor, dass zwei jüngere Brüder, die an der Türe des römischen Kollegiums neugierig umhergafften, einen Steinhaufen Stück für Stück in das oberste Stockwerk hinauftragen mussten, um ihn dann den Tag darauf wieder herunterzuschaffen. Am allerstrengsten aber erwies er sich gegen die, welche sich nicht gleichsam in der Minute seinem Befehle stellten oder gar merken ließen, dass sie diese Befehle ihrem Kriterium zu unterwerfen geneigt seien. Ja, Leines selbst, der doch sozusagen den Verstand des Ordens repräsentierte, musste sich aufs Bemühtigste entschuldigen, als er einmal eine Anordnung des Ignatius missbilligte und es sich erlaubte, Vorstellungen dagegen zu erheben. Er, der Ordensmeister, pflegte Ignatius zu sagen, sei Tag und Nacht dem päpstlichen Gebote zu willfahren bereit, und gerade so müssten die Mitglieder der Sozietät Jesu bereit sein, seinem, also Ignatius, Wille und Winke zu gehorchen. Selbst ein eben in der Verwaltung der Beichte oder der Messe begriffener Bruder dürfe, wenn ihn der Meister rufe, keine Sekunde zögern, indem der Ruf des Generals gleichsam als der Ruf Christi selbst zu betrachten sei. Kurz, Ignaz ging von dem Grundsatz aus, dass nur dann etwas Tüchtiges geleistet werden könnte, wenn ein Wille, ein Geist die ganze Gesellschaft durchdringe. Und nur dieser streng durchgeführte Grundsatz war es, der ihn wirklich zum Ziele führte. Sobald der neue General gewählt war, stellte er am 22. April 1541 eine große Prozession nach den vornehmsten Kirchen und Stationen der Stadt Rom an, zog mit dieser in die Kirche zu St. Paulus vor den Mauern der Stadt, legte dort, nachdem er die Messe gelesen, vor dem Hauptaltar zuerst die drei und dann das vierte Gelübde ab und nahm schließlich dieselben vier Gelübde auch seinen Genossen ab. Nun aber, nach Beendigung dieser Formalität, begann alsbald die eigentliche Tätigkeit der Sozietät. Mal eben hier das Bild verändern. Ignatius wies nämlich jedem seiner Genossen seinen eigenen Wirkungskreis an und machte es jedem zur Aufgabe, vor allem für die Verbreitung und Vermehrung der Gesellschaft tätig zu sein. Der
den, das kann ich hier nicht lesen, das Wort, den Kranz und Villanova oder so. Und Villanova, also das wird dann wohl ein Eigenname hier sein. Ich nenne den jetzt mal Kranz. Kann auch Aranz sein, ich sag mal Kranz. Den Kranz und Villanova, zwei neu gewonnene Mitglieder, sandte er nach Spanien, den Rodriguez nach Portugal, den Xavier nach Indien, den Brouet mit einigen anderen nach England, Schottland und Irland, den Lejean, Bobadilla und Lefebvre nach Deutschland, den Couture nebst 15 weiteren nach Frankreich, den Lainez nach Salmeron als päpstliche Legaten nach Trient zur Kirchenversammlung. Kurz, er teilte die Welt unter seine Genossen, während er selbst in Rom blieb, um von da aus das Ganze zu leiten. Die Erfolge entsprachen den Erwartungen Ignazi und des Papstes vollkommen. Ja, sie übertrafen dieselben sogar, und schon nach wenigen Jahren erhoben sich auf einem großen Teil der Universitäten Jesuitenkollegien, denen es an Novizen nicht fehlte. Überall, wo es einen Kampf gab, überall, wo Fürsten und Völker miteinander rangen, und besonders überall, wo der alte Glaube, also der katholische, mit dem neuen, dem protestantischen stritt, erschienen auch Abgesandte des Loyola, und mit ihrer Klugheit, ihrer Beredsamkeit, ihrem Eifer, ihrer Energie brachten es die Schwarzröcke fast regelmäßig so weit, dass die von ihnen verteidigte Sache triumphierte, dass sie selbst festen Fuß fassen konnten. In einer Fußnote lesen wir hier: Das Einzelne hierüber ist im zweiten Buche dieses Werkes auseinandergelegt. Also ein kleiner Verführer dahin, dass wir bitte auch den zweiten Band von diesem Buch nachher lesen, ne? Weil nun aber der Papst so große Vorteile von dem neuen Orden zog, so konnte er sich natürlich auch nicht undankbar erweisen. Und Ignatius wirkte mit Leichtigkeit einen Vorteil nach dem anderen von ihm aus. So wurden dem Jesuitengeneral nacheinander die beiden Kirchen della Strada und zum heiligen Andreas zugewiesen. So erhielt derselbe am Fuße der Engelsburg den nötigen Raum, um ein großartiges neues Prozesshaus für die Mitglieder der vier Gelübde zu erbauen. So gelang es ihm, eine Menge von Geld, was ist das für ein Wort hier? Also manchmal verzweifle ich wirklich an diesen Worten. Ich gewöhne mich langsam an die Schrift, aber das sind ja teilweise auch altdeutsche Wörter, die man auch nicht mehr so unbedingt kennt. Kostenden. So gelang es ihm, eine Menge von geldkostenden Instituten ins Leben zu rufen, wie zum Beispiel das Rotenstift für junge Mädchen, deren Keuschheit bedroht war, wie die Schirm- und Zufluchtsstätte für entsittlichte Weiber, wie die Katechumenenschule, also das ist Katechismusschule, Katechumenenschule für Juden, die dem Christentum gewonnen wurden, wie das Waisenhaus für elternlose, dürftige Knaben und Mädchen. Die Hauptsache war die großartige Erweiterung der Ordensprivilegien, deren sich Ignaz unter Antichrist Paul III. Zu erfreuen hatte. Denn ohne diese letzteren Gunstbezeugungen hätte sich die Gesellschaft Jesu nie zu dem Umfang und Glanz emporschwingen können, dessen sie sich, wie wir wissen, zu erfreuen hatte. Schon im Jahre 1543, also 2 Jahre nach der Gründung des Ordens, zeigte es sich, dass die Zahl von 60 Mitgliedern, welche der Papst im Anfang festgesetzt hatte, viel zu gering gegriffen sei. Denn was man mit den 60 Männern in einem solch ungeheuer großen Wirkungskreis, wie der war, den sich die Jesuiten fortsetzten, ausrichten ließ. Somit erließ Antichrist Paul III. Am 14. März 1543 eine neue Bulle. Sie führt von den Worten, mit denen sie beginnt, den Namen In junctum nobis.
in welcher Ignatius die Vollmacht erhielt, so viele Mitglieder aufzunehmen, als er nur wollte, und von diesem Privilegium wurde natürlich sofort der nützliche Gebrauch gemacht. Was aber einen weit größeren Wert für den Orden hatte, das war eine andere, in derselben Bulle enthaltene Ermächtigung, deren Tragweite gar nicht zu ermessen war und deren sich auch nie sonst irgendein anderer Orden rühmen konnte. Die Ermächtigung nämlich, Zitat, dass sowohl Loyola als auch jeder künftige Ordensgeneral zwar unter Einholung des Rats der Vornehmsten der Gesellschaft, aber sonst völlig nach Willkür die Gesetze des Ordens ändern, respektive aufheben oder mit Zusätzen versehen oder ganz neu kreieren könne, je nachdem dies die Umstände für nötig oder vorteilhaft erscheinen lassen, und dass diese veränderten und oder neu geschaffenen Konstitutionen selbst, in dem Fall, wenn der römische Stuhl gar seine Kenntnis von ihnen habe, dieselbe Gültigkeit haben sollten, als hätte sie der Papst bestätigt. Na, da muss man doch mal ein Foto von nehmen. Das ist doch genau das, was ich in der letzten Sendung bereits gesagt habe. Na? Das habe ich ja gelesen in dem Buch Code Word Babylon. In den Konstitutionen, also in der Verfassung der Jesuiten, steht halt drin, dass der General der Jesuiten die Möglichkeit hat, diese Verfassung der Jesuiten jederzeit eigenmächtig zu ändern, neue Dinge hinzuzufügen, alte Dinge zu streichen und das mit einer Selbstverständlichkeit, als ob es der Papst selbst wäre, der dies bestimmt hätte. Und das ist genau das, was wir gerade eben gelesen haben. Aber ganz genau das. Soll ich mal eben sehen, wo ich das Bild mal eben klebe von gerade eben. Ich glaube, ich mache das mal, probiere das mal eben in Word hier zu kleben. Ne? Lass mal eben. Wollen wir sehen. Ja, wunderbar, das geht ja. So, dann machen wir einen Absatz. Vielleicht brauchen wir ja noch eins. Dann ist es auch erledigt. Das ist eben das, wenn man Live-Videos macht. Ich habe es ja vorher auch noch nicht gelesen. Aber ich finde es wunderbar, weil es bestätigt im Grunde genau das, was ich letztes Mal in der Sendung ja gesagt hatte. Und hier steht es jetzt in dem Buch selber drin. Ja? Dass sowohl Loyola als auch jeder zukünftige Ordensgeneral zwar unter Einholung des Rates der Vornehmsten der Gesellschaft, aber sonst völlig nach Willkür die Gesetze des Ordens ändern, respektive aufheben oder mit Zusätzen versehen oder ganz neu kreieren könne, je nachdem dies die Umstände für nötig oder vorteilhaft erscheinen lassen, und dass diese veränderten oder neu geschaffenen Konstitutionen, selbst in dem Fall, wenn der römische Stuhl gar keine Kenntnis von ihnen habe, dieselbe Gültigkeit haben sollte, als hätte sie der Papst bestätigt. Also der Papst muss noch nicht mal wissen, dass hier die Konstitution verändert wird, aber sein Einverständnis wird vorausgesetzt. Ist das nicht ein wichtiger, schöner, kleiner Teil in diesem Buch? Gibt uns das nicht eine Einsicht in diese Sache, dass wir sagen von, wenn wir das offiziell von den Jesuiten wüssten, was würde die Welt dann davon halten? Dass ein einziger Mann diese Allgewalt über diese Gesellschaft hat. Solches steht wörtlich in der Bulle in Junctum Nobis zu lesen. Obgleich es fast wahnsinnig erscheint, dass ein Papst einem Ordensgeneral ein derartiges Privilegium erteilen konnte. Machte er ja noch den letzteren damit von dem römischen, das verschiebt sich hier immer, machte er ja noch den letzteren damit von dem römischen Stuhl fast ganz unabhängig und zugleich zu einem Despoten von solch außerordentlicher Gewalt, dass jeder Staat eine förmliche Scheu vor ihm hätte bekommen sollen. Oder wie? Lässt sich nicht jede vernünftige, für das Wohl ihrer Bürger sowie für die eigene Sicherheit besorgte Regierung die Statuten und die Konstitution einer jeden Gesellschaft, die um Aufnahme in den Staat oder die Duldung im selben bittet, vorher vorlegen, ehe sie die Aufnahme gestattet? Also,
wenn wir das jetzt hier so lesen, das erinnert mich an eine Zeit vor wenigen Jahren, da hatten wir doch diesen ESM, ne, diesen europäischen Stabilitätsmechanismus. Und wo die Deutschen oder überhaupt die europäischen Länder ihre Souveränität abgetreten haben an die Europäische Zentralbank. Ihr erinnert euch sicher noch an den Fall vor ein paar Jahren. Da ging es doch auch darum, dass die Deutsche Bank im Grunde damals das Papier geschrieben hat und die Bundesregierung das im Grunde nur abgenickt und unterzeichnet hat. Das ist doch genau dasselbe. Da kriegen die Banken die Macht, die hier der Jesuitenstaat bekommt. Ich meine, gut, dass natürlich im Endeffekt die Banken unter den Jesuiten stehen, ist ja eine andere Sache, ne? Also, aber ich will noch mal gerade sagen, wenn man jetzt mal ein bisschen das Beispiel nimmt von, wann war das, 2013 oder sowas, da war doch der ESM oder 2014, also mehr schon ein paar Jahre her, erinnert ihr euch doch sicher noch, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt ein Foto von habe, können wir eben nachschauen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass ich da ein Foto von habe, von dem ESM, weil ich habe mich da mit solchen Sachen im Video nie gekümmert. Nee, habe ich nicht. Weil das war mir in Videos, war mir das niemals eine wichtige Sache. Aber das sollte bei einigen von euch, die sich mit solchen Recherchen ja auch beschäftigen, doch vielleicht mal aufkommen, wenn wir das jetzt hier gerade von den Jesuiten hier so lesen. Dass wir hier also lernen. Wir kommen hier nicht meinen PDF verschieben hier. Das gefällt mir gar nicht. Das stand gerade so schön. Dass wir hier also lernen, dass eben. So wie für ihre eigene Sicherheit besorgte Regierung die Statuten, die Konstitution einer jeden Gesellschaft, die um Aufnahme in den Staat oder um Duldung in denselben bittet, vorher vorlegen, ehe sie die Aufnahme gestattet, was machen die halt selber, wird sie nicht regelmäßig den Inhalt derselben vorher genau prüfen, um zu sehen, ob sie mit den bestehenden Gesetzen übereinstimmen und ob nicht etwa das Wohl des Staates durch sie untergraben werden dürfte. Die Frage sollte man sich normalerweise stellen, ja? Gewiss, sagt der Autor, so muss notwendig jede vernünftige Regierung handeln. Die deutsche Regierung ist ja nicht vernünftig, von daher die Zustimmung zum ESM, um mal wieder eben diesen kleinen Link zu legen. So muss notwendig jede vernünftige Regierung handeln, und es hatte also auch der Jesuitenorden, wie jede andere Gesellschaft in den verschiedenen Ländern, nach welchen er vordrang, immer vor seiner Aufnahme seine Konstitutionen vorzulegen. Wie nun aber, wenn es dem General einfiel, nach geschehener Aufnahme die Konstitution zu ändern und derselben neue, vielleicht für den Staat äußerst gefährliche Bestimmungen einzuverleiben. Wahrhaftig, die oben angeführte Ermächtigung hätte jede Regierung stutzig machen sollen, den Jesuitenorden bei sich einnisten zu lassen, denn jene Ermächtigung machte ihn ja zu einem Chamäleon, dem jeder neue General eine neue Färbung geben konnte und dem also in keinem Fall zu trauen war. So, jetzt möchte ich doch mal eben zurückgehen. Die Bulle, die Ermächtigung des Papstes, trug den Namen, was hatten wir, wir hatten das auch irgendwo hier gelesen. Also nicht wahr, er war noch nicht so weit weg. In junctum nobis. Ne? Okay, machen wir mal richtig schön Live-Video hier. Dann gehen wir mal eben in den Suchapparat hier auf Firefox und dann schreiben wir da rein, wie heißt das hier? In junctum nobis. In junctum nobis. Aber wollen wir mal sehen. Da haben wir hier also Jesuiten, Konstitution, Google Books, Traditionalkatholizismus, Blogspot, Bulle in junctum nobis. Dann schauen wir doch hier mal in archive.org. Da finden wir das dann wieder. Und sieh, was haben wir hier? Bulle in junctum nobis sur la profession de foitridentien, 1564. Also, hier wird das anscheinend von 1564 gemacht, dass das so alt ist. Gibt es auch als PDF. Ich lade mir das jetzt nicht runter. Ich wollte nochmal eben sehen. Schaut, so macht man seine Untersuchung. Ja, man tickt das ein und sucht sich das dann. Das ist jetzt hier in Französisch. Ich werde mal probieren, das in Englisch zu finden, aber das mache ich natürlich jetzt nicht während der Lesung. Ich wollte nur mal eben sehen. Guckt, der Autor spricht über die in junctum nobis und wir schauen hier mal eben rein. Und ja, ich bin mit meinem Französisch nicht so toll. Außerdem ist das hier nur, sind das hier nur diese drei Seiten, die man hier sehen kann. Hier steht die religiöse Profession. Ja.
Und hier geht es um Bulle von Pius dem Vierten zur Form der Profession de Foi, was weiß ich da, also habe ich jetzt keine Lust da groß zu lesen. Ich wollte nochmal eben euch die Idee geben von, schaut mal, so kann man das alles mal nachschauen und sich dann mit der Bulle selbst ein wenig mehr beschäftigen. So, dann fahren wir mal zurück, wo wir hier überhaupt gestoppt waren mit dem Lesen. Nicht wenig zur Macht der Verwaltung des Ordens bei, der Papst erteilte nie. Wo waren wir denn stehen geblieben jetzt? Erstmal gucken. Ja. Gut, das ist eben Live-Video. Ja. Solche steht wörtlich in der Bulle. Da waren wir gerade eben schon und dann hatten wir hier. Konnte also keinem Falle zu trauen war. Also, wahrhaftig, die oben angeführte Ermächtigung hätte jede Regierung stutzig machen sollen. Ja? Jede, ja, rechtmäßige, jede ehrliche Regierung, will ich mal eben dabei sagen. Ja? Wie eben die deutsche Regierung auch nicht stutzig dabei war, als es um den ESM-Zutritt ging. Den Jesuiten bei sich einnisten zu lassen, denn jene Ermächtigung machte ihn ja zu einem Chamäleon, dem jeder neue General eine neue Färbung geben konnte und dem also in keinem Fall zu trauen war. Das muss man sich doch mal bedenken. Ein ganz, ganz wichtiger kleiner Teil hier auf den Seiten 81, 82. Ein neues Privilegium erhielt Ignaz durch eine Bulle vom 3. Juni 1545. Und auch dieses trug nicht wenig zur Machtentfaltung des neuen Ordens bei. Der Papst erteilte nämlich den Jesuiten das Recht, Zitat, überall, wohin sie kämen, jede Kanzel zu besteigen, an allen Orten zu lehren und Lehrstühle zu errichten, überall Beichte zu hören und von allen Sünden zu absolvieren, selbst von solchen, welche sich der apostolische Stuhl vorbehalten hatte, von allen Kirchenstrafen und Zensuren loszusprechen, von Gelübden und Wallfahrten zu dispensieren und dafür andere gute Werke anzubefehlen. Überall und zu jeder Stunde Messe zu lesen, so wie endlich alle Sakramente zu verwalten, ohne die Einwilligung der Ortsgeistlichkeit oder auch nur die des Bischofs, unter dem der Ort stand, nötig zu haben. Das ist, man nennt sowas, glaube ich, im Deutschen verstehen wir das Wort ja auch, carte blanche. Ja? Den Ausdruck kennt ihr, ne? Eine absolute Generalbevollmächtigung. Im Geschäftlichen spricht man auch von der Prokura. Ja? Ich weiß aber nicht, ob eine Prokura selbst so weit gehen würde, wie hier dieses Gesetz über die Jesuiten das tut. Also ich werde mir hier auch mal die Abbildung eben mal kopieren und mache das hier in Word mit rein. Und dann schauen wir uns das hier, kann ich mir das später nochmal anschauen. Ja? Also das ist ja nun wirklich für jemanden, der solche Sachen noch nicht studiert, es gibt ja vielleicht ein paar neue Zuschauer unter diesen Videos, für diejenigen, die noch nicht so mit dem Jesuitenorden vertraut sind, wie ich zum Beispiel oder viele andere meiner Zuschauer, dürfte das vielleicht ein Schock sein, so etwas hier zu lesen. Ja? Der Papst erteilte den Jesuiten das Recht, überall, wohin sie kämen, jede Kanzel zu besteigen, an allen Orten zu lehren und Lehrstühle zu errichten, überall Beichte zu hören und von allen Sünden zu absolvieren, selbst von solchen, welche sich der apostolische Stuhl vorbehalten hatte, von allen Kirchenstrafen und Zensuren loszusprechen, von Gelübden und Wallfahrten zu dispensieren und dafür andere gute Werke anzubefehlen, überall und zu jeder Stunde Messe zu lesen, sowie endlich alle Sakramente zu verwalten, ohne die Einwilligung der Ortsgeistlichkeit oder auch nur die des Bischofs, unter dem der Ort stand, nötig zu haben. Das ist eine absolut unbeschränkte Vollmacht. Nun muss man sich doch mal die Frage stellen, denke ich, wie kommt der Papst dazu, dem Ignaz von Loyola eine solche Freiheit zu erteilen? Also entweder ist der Papst dümmer wie getoastetes Brot, ja,
Und hat er keine Ahnung, dass eine derartige Vollmacht auch missbraucht werden kann? Oder aber er war sich dessen bewusst und hat es wohl nicht freiwillig gemacht. Und das ist im Grunde das, was ich annehme, was ich schon immer gesagt habe, dass seit der Gründung des Jesuitenordens der schwarze Papst, also der General der Jesuiten, der wirkliche Machthaber im Vatikan ist. Dass der General der Jesuiten den weißen Papst, so wie wir ihn kennen, vollständig kontrolliert. Wir haben das in Herrscher des Bösen ja gelesen, wie Papst Clement der 13. und Papst Clement der 14., beide von Lorenzo Ricci, von den Jesuiten zu der Zeit ermordet wurden. Könnte ja nochmal zurückgehen. Papst Clement der 14., weil er die Jesuiten verboten hat mit der Bulle Acredemptor, wie heißt das da wieder? Also mit der Bulle, mit der die Jesuiten verboten wurden. Dominik Acredemptor, das ist der Name. Und Papst Clement der 13., weil der sich ein bisschen in den Weg gestellt hat und der aus dem Weg geräumt werden musste, um Platz zu machen für Papst Clement den 14., der dann das Verbot ausgesprochen hat. Das ja von Loyola, sage ich schon, von Ricci, Lorenzo Ricci in der Zeit ja geplant war. Deswegen bin ich absolut davon der Überzeugung, dass der weiße Papst mehr oder weniger von Anfang an von den Jesuiten kontrolliert war. Und wenn wir das jetzt hier in dem Buch so lesen, mit dieser Ermächtigung, die Papst Paul III. Am 3. Juni 1545 dem Ignaz erteilt hat mit einer Bulle, dann lässt das doch für einen denkenden Menschen gar keinen anderen Schluss zu, oder? Ich meine, wenn ich selber mich der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden nenne und wenn ich selber mir die Macht zuspreche, wie in der Bulle Unam Sanctam, wo drin steht, dass es absolut unerlässlich ist für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein, und ich bin der römische Pontiff, dann kann ich doch einem anderen nicht Macht geben, auch über mich. Weil dann widerspreche ich ja der anderen Bulle. Also mit anderen Worten, hier werden Bullen veröffentlicht, hier wird Politik betrieben im Vatikan, die der ursprünglichen Politik des Vatikan derart gegenspricht, um da eben für zu sorgen, dass ein anderer die Macht übernimmt. Das ist es im Grunde. Im Grunde geht es hier um eine Machtübernahme. Im Privatbereich nennt man das vielleicht irgendwo ein Coup d'État. Ne? Also, für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass wir das sehr gut verstehen, was hier steht. Das ist ein unglaublich wichtiger Absatz am Ende von Seite 82 in dem PDF von Griesinger. Ja? Sie hatten alle Sakramente zu verwalten und all Dinge davor, ohne die Einwilligung der Ortsgeistlichkeit oder auch nur die des Bischofs, unter dem der Ort stand, nötig zu haben. Ohne irgendeine andere Autoritätsbestätigung haben die Jesuiten eine Vollmacht, um komplett souverän zu handeln, wie sie es für richtig halten. Nun, der einzelne Jesuit, was der für richtig hält, der hält gar nichts für richtig, außer das, was sein General, sein Vorgesetzter ihm erzählt. Das ist der Punkt, den wir behalten müssen. Und damit wird der General der Jesuiten zum absoluten Herrscher über die ganze Welt ernannt. Da geht es im Grunde drum, wenn man diesen Satz richtig liest und deutet, dann gibt der Papst, der von sich selbst die angenommene Macht über diese Welt hat, diese Macht dem Jesuitenorden. Das ist ganz deutlich zu erkennen, für mich jedenfalls, wenn ich das hier so lese. Ihr könnt ja eure Gedanken gerne im Kommentar dieses Videos mitteilen, aber ich glaube nicht, dass man hier zu einem anderen Schluss kommen kann. Übrigens, es gibt auch diesen einen interessanten Satz. Es gibt ja dieses neue Buch von P.D. Stewart.
Das ist noch nicht raus. Aber hört, schaut mal eben hier. Pope Francis, Lord of the World. Das ist jetzt hier bei. Kann man das bei Amazon kaufen? Weiß ich, habe das Foto. Hier ist das Foto. Das Buch kann man noch nicht kaufen. Es steht hier, es ist out of print. Also das sollte eigentlich erscheinen. Hier steht September 2015. Mir war bekannt von 2016. Brett Norman hat das Buch bestellt in fünf Ausgaben, also fünf Exemplare, 2016, ich glaube im September oder im Oktober. Er hat es auch bezahlt und seitdem warten wir drauf. Das neue Buch von P.D. Stewart, Pope Francis, Lord of the World. Wie komme ich da jetzt gerade drauf? Weil in diesem Buch eine Aussage drin ist, die müsst ihr euch mal eben anschauen hier. Das ist hier. P.D. Stewart zitiert die Jesuiten trainierten Count Campello, den Jesuiten trainierten Count, also Graf Campello, der einmal den höchst angesehenen Kanon des St. Peters Basilika und ein großer Freund eines früheren Papstes, der, wenn er dieses Illustrierte erzählt, zeichnete einen Kreis und sagte, Zitat, innerhalb dieses Zirkels ist der Papst frei zu tun, aber wenn er diesen Zirkel oder die Grenze darüber überschreitet, dann ist er ein toter Mann. Ja? Das ist ein Zitat, das ich auch vorher schon mal gelesen hatte und das ist unter anderem auch in diesem Buch, kommt das hier raus. Also hier steht Out of Print, Limited Availability. Das ist also von Lux Verbi. Das ist wie sagt man das wieder, der Herausgeber, die Druckerei, der Herausgeber des Buches oder der Bücher von P.D. Stewart. Und bei denen ist er selbst noch nicht zu bekommen. Also das kriegt man im Augenblick nirgendwo. Ein sehr interessantes Buch, gehe ich mal von aus. Pope Francis, Lord of the World. Überraschende Enthüllungen, die das Leben von Pope Francis oder die Reformen von Papst Franziskus gefährden, ist der Untertitel des Buches, wie man das hier lesen kann. Ja, ich habe es halt noch nicht in der Hand, weil wie gesagt, Brett hat es vor einiger Zeit bestellt, anderthalb Jahre inzwischen. Wir haben es immer noch nicht bekommen. Also ich glaube, dass wenn das irgendwann mal rauskommt, dass wir eine der ersten sind, die das Buch haben werden dann, weil wir das halt so lange schon bestellt und bezahlt haben. Und ganz wichtig hierbei finde ich, dass wir eben, und deswegen gehe ich da eben nochmal drauf ein, hier während dieser Lesung, dass wir eben verstehen, dass hier aufgrund der Jesuitenverfassung wir sehen, welche allgemeine Vollmacht, die Jesuiten haben, alles das zu tun, was normalerweise nur die normale Kirchenhierarchie der römisch-katholischen Kirche hätte tun dürfen. Also da wollte ich jetzt nochmal eben drauf hinaus. Unglaublich interessant, dieses ganze Thema. Und wie gesagt, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal und ihr schaut euch das hier zum ersten Mal an und ihr kennt das alles noch nicht, alles das, was ich hier an Schlüssen ziehe, lässt sich aufgrund von Untersuchungen von anderen Büchern gelesen zu haben und sowas nahtlos nachvollziehen. Und der Autor schreibt es ja hier selber, ne? Also, ich wiederhole es nochmal. Ein neues Privilegium erhielt Ignaz, also der erste General der Jesuiten, durch eine Bulle vom 3. Juni 1545. Übrigens, interessant, das ist 3 Monate, nachdem das Konzil von Trient eröffnet wurde. Das wurde eröffnet im März 19. Warum sage ich immer 1900? Das wurde eröffnet im März 1545. Ja? Und 3 Monate, also nach der Eröffnung des Konzils von Trient, erhielt Ignaz eine Bulle und auch dieses trug nicht wenig zur Machtentfaltung des neuen Ordens bei. Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich so eine Carte Blanche kriege, dann explodiert die Machtentfaltung des ganzen Ordens ja regelrecht. Der Papst erteilte nämlich den Jesuiten das Recht, überall, wohin sie kamen, jede Kanzel zu besteigen, an allen Orten zu lehren und Lehrstühle zu errichten
überall Beichte zu hören, von allen Sünden zu absolvieren, selbst von solchen, welche sich der apostolische Stuhl vorbehalten hat. Also es gibt ja immer Beichten, also Sünden, wo die römisch-katholische Kirche sagt, das kann nur der Papst vergeben. Das kann der normale Priester nicht vergeben oder selbst der Bischof nicht oder was, wo sich also der apostolische Stuhl das vorbehalten hat, die vergeben zu können. Selbst die werden den Jesuiten jetzt hier freibrieflich die Macht gegeben, um auch diese Sünden vergeben zu können. Abgesehen davon, dass natürlich nur unser Herr Sünden vergeben kann, aber wir reden ja von der vom Glaubenssystem der römisch-katholischen Kirche. Ja. Selbst von solchen, also welche sich der apostolische Stuhl, also der Papst, selbst vorbehalten hatte, von allen Kirchenstrafen und Zensuren loszusprechen, von Gelübden und Wallfahrten zu dispensieren und dafür andere Werke anzubieten und überall zu jeder Stunde Messe zu lesen, sowie endlich alle Sakramente zu verwalten, alle sieben, ohne die Einwilligung der Ortsgeistlichkeit oder auch nur die des Bischofs, unter dem der Ort stand, nötig zu haben. Das war nun abermals eine ungeheure Bevorzugung der Jesuiten gegenüber den übrigen Orden, deren sich ein solch ausgedehnter Recht, de, deren sich keiner solch ausgedehnter Rechte rühmen konnte, und dieselben platzten daher förmlich vor Neid. Noch erbitterter wurden hierüber die Weltgeistlichen. Denn da ihnen nun die Schwarzröcke, die sich im Erteilen der Absolution stets sehr liberal erwiesen und selbst bei schwereren Verbrechen keine allzu strengen Strafen auferlegten, sehr viele Beichtfinder wegkaperten, so verloren sie dadurch einen nicht unbeträchtlichen Teil ihres Einkommens und natürlich auch ihres Einflusses. Allein all dieser Zorn half sie nichts und selbst nicht einmal die Klagen einiger angesehenen Bischöfe vermochten etwas über den Papst, der nun einmal die Jesuiten in seine Affektion genommen und seine guten Gründe dafür zu haben glaubte. Abermals, um ein Jahr später, wurde schon wieder eine neue Erweiterung mit dem Orden vorgenommen. Bis jetzt gab es nur zwei Klassen in demselben: Novizen und sogenannte Prozessen. Professen. Ich habe euch ja gesagt, es gibt vier Klassen. Es gibt Novizen, Koadjutoren, Scholastiker und die Professen. Hier lernen wir also, dass es am Anfang halt nur zwei Klassen gab, nämlich nur die Novizen und die Professen. Das heißt, solche, welche die vier Gelübde abgelegt hatten, das sind die Professen, das sind sie auch heute noch. Und solche, welche als Zöglinge in die geistlichen Kollegien aufgenommen wurden, um sie zu eigentlichen Jesuiten auszubilden, also die Novizen. Letztere waren also noch keine wirklichen Mitglieder, sondern bloß Assistenten oder Kandidaten, also das erste Wort kann ich jetzt hier nicht lesen, sondern bloß Kandidaten, die man nach Belieben, wenn sie nicht passten, wieder entlassen konnte. Nun war es aber, wenn sich der Orden, wie noch Loyola bezweckte, über die ganze Welt ausbreiten sollte, durchaus erforderlich, dass man die Zahl der Werkzeuge vermehrte. Denn mit den 100 oder 120 Professen, welche es im Jahr 1546 gab, konnte man den vielen Anforderungen durchaus nicht genügen. Wie sollte da abgeholfen werden? Etwa dadurch, dass man recht viele dieser Gelübde ablegen ließ und sie zu Professen machte. Dies zu tun, dazu hatte Loyola Vermöge der päpstlichen Bulle in Junctum Nobis das vollkommene Recht. Entschuldigung. Allein war es rätlich. Ich muss kurz was trinken, Entschuldigung. Also, Loyola hatte aufgrund der Bulle in Junctum Nobis das Recht, das zu tun, aber war es dann auch ratsam, das zu tun? Die Professen bildeten sozusagen den geheimen Rat, den innersten Kern des Generals, und ohne ihre Zustimmung durfte die Konstitution des Ordens nicht abgeändert werden. Viele geheime Räte aber machten die Einstimmigkeit schwer nach dem alten Sprichwort »viel Köpfe, viel Sinne«. Überdies musste man es auch zu vermeiden suchen, ein ganzes Heer von Menschen mit den innersten Gedanken des Ordens vertraut zu machen. Da sich unter eine große Herde immer mehr räudige Schafe zu verwirren pflegen,
als unter eine kleine. Also mit anderen Worten, natürlich muss man die Gruppe der Professen, wie sie hier genannt wird, also derjenigen, die alle vier Eide abgelegt haben, die zum inneren Zirkel gehören, zum inneren Kreis der Geheimgesellschaft zählen, die muss man eindämmen in der Menge der Personen. Man kann das nicht so auslaufen lassen, weil je größer man das macht, desto schwieriger ist ja die Kontrolle. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, es geht hier um eine Ausbildung mit geistigen Übungen, bis die Leute wirklich ihren eigenen Charakter komplett verleugnen und sich 100% dem Willen und dem Geist ihres Führers, also Superior, Vorangestellten des Generals oder auch jedem anderen Vorgesetzten unterwerfen. Und das ist doch in einer, ich sag jetzt mal eben übertrieben, das kann ich ja nicht mit einer Million Menschen machen. Die habe ich ja nie alle so unter Kontrolle. Es muss immer ein kleiner Zirkel bleiben. Und die Professen sind eben das, wo ein kleiner Zirkel sein soll. Weil der Autor schreibt ja hier auch, unter einer großen Herde kommen immer mehr räudige Schafe, die sich dazu verirren. Und das ist immer so. In einer großen Herde passiert das immer mehr als in einer kleinen. Deswegen war eben ein ganz anderes Thema, wo ich gar nicht groß jetzt drauf abschweifen will, aber doch mal eben den Punkt deutlich machen will. Deswegen kann man ja auch keiner großen Kirche angehören, keiner großen Denomination. Weil je größer, desto abfälliger. Ja? Und desto größer die Gefahr des Abfalls. Also, ich sag mal so, ich habe eine kleine Gruppe mit zwei anderen Leuten, die ich sehr, sehr schätze, wo ich jeden Samstag meine Bibelstudie mitmache. Das ist Brett Norman und Tom Fress. Und ich würde ums Verrecken da keine vierte Person beinehmen. Und Tom würde ums Verrecken da keine vierte Person beinehmen. Und Brett würde ums Verrecken da keine vierte Person reinnehmen. Nicht, dass wir andere Personen nicht lieben, aber weil wir ganz genau wissen, dass je größer man diesen Kreis macht, desto eher der Abfall da reinkommt. Und Tom und ich, wir haben das in der Vergangenheit bereits erlebt. Bevor Brett in diesen Zirkel mit reinkam, hatten wir unsere wöchentliche Bibelstudie mit Walt Stickel, den ihr noch kennt von Hour of the Truth am Anfang und meinen anderen Shows, die ich gemacht hatte am Anfang oftmals mit ihm. Und Dave Baxter hieß er. Dave Baxter. Also es war Walt Stickel, Dave Baxter, Tom Fress und ich, die wir Bibelstudie gemacht hatten. Und durch den Dave Baxter ist da der Abfall mit reingekommen. Abfall von dem hundertprozentigen, unkompromissbereiten Folgen der König James Bibel. Und dadurch sind Dave Baxter und Walt Stickel da raus. Dann hatte ich ein paar Wochen Kontakt mit Keith Kampfschäfer und habe den mit reingenommen. Der hat ja dieses tolle Video gemacht über Daniels 70. Woche von knapp 2 Stunden. Das ist jetzt, glaube ich, schon knapp 25.000 Mal angeschaut. Ganz, ganz tolles Video. Und der hatte auch sich öfter bei Hour of the Truth in den Live-Radio-Shows mit eingeklinkt und so weiter. Ich hatte dann einen sehr positiven Eindruck von dem und der fragte dann auch, ob er bei der Bibelstudie bei sein könnte. Und da hatten wir gesagt, ja. Bis der uns dann nach wenigen Wochen in den Rücken fiel und die King James Bibel verleugnet hat als die wahre Bibel, die sie ist. Und uns damit in den Rücken fällt. Und dann hatte ich den Brett noch kennengelernt und habe den dann vorgeschlagen, bei unserer Bibelstudie mit zuzulassen. Und nach einigem Zögern hat Tom dann zugestimmt und inzwischen ist Brett, glaube ich, jetzt schon fast 2 Jahre oder was bei uns damit bei. Und wir bereuen das überhaupt nicht, weil wir drei sind alle einer Meinung. Wir bauen unsere Autorität auf Basis der Bibel auf Basis der 1611 König James Bibel, alle drei. Und wir sind in einem Geiste, wenn wir die Bibelstudie machen und das ist sehr wichtig. Aber wenn wir diesen Kreis erweitern würden, dann ist die Gefahr da, dass dieser Abfall da eintritt. Und durch den Abfall tritt dann eben auch unreine Lehre damit rein. Und das ist genau das, was die Jesuiten hier auch befürchten,
dass wenn sie eine große Herde haben, dass da mehr räudige Schafe sich rein verirren würden als in eine kleine. Also man muss den Kreis der Profesten, wie sie hier heißen, klein halten. Nun, die Beweggründe, warum die Jesuiten das machen, sind natürlich andere, warum ich das mache, aber das Prinzip ist dasselbe. Ja? Und ihr wisst es ja selbst, wenn man jetzt in eine große Kirche geht heutzutage, ja, wo wird denn da noch die Wahrheit gelehrt? Wo wird denn in einer großen Kirche, selbst protestantisch, lutherisch, presbyterianisch, methodistisch, Siebentagsadventisten, selbst da, wo wird denn da heute noch 100% die reine Bibel gelehrt und dass der Papst der Antichrist ist? Also bei den Siebentagsadventisten gibt es vielleicht noch ein paar, aber ansonsten doch auch nicht mehr viel. Und ansonsten überhaupt keine. Ja? Und das heißt, dass überall da dieser Abfall reinfällt. Und davon will sich natürlich die Gesellschaft Jesu hier schützen. Und sagt, okay, wir müssen also unsere Gesellschaft ausbreiten. Wir brauchen mehr Agenten über der ganzen Welt. Absolut. Aber wir können das nicht machen, indem wir den Kreis der Professen ausbreiten, sondern wir müssen uns dann was anderes einfallen lassen. Und genau darum geht dieser Teil in dem Buch jetzt. Also, Entschuldigung für meine vielleicht manchmal etwas längeren Kommentare, aber ich finde sie auch schon ganz schön wichtig fürs Gesamtverständnis, weil ich setze mich hier ja nicht hin und lese einfach nur ein Buch vor. Ich finde, dass diese Erklärungen dabei auch noch wichtig sind und sicher in dem Lichte, dass man vielleicht auch verstehen sollte, dass es hier und da vielleicht neue Leute gibt, die dieser Lesung auch mal folgen und die noch nicht die Kenntnis haben, die andere vielleicht schon haben. Also, gewiss also verbot es die Klugheit strengstens, Tausende zu Professen zu motivieren, zu promovieren, und sowohl Loyola als auch seine Nachfolger hielten daher an dem Grundsatze fest, die Zahl der eigentlichen Jesuiten, also der Professen, stets so sehr als nur tunlich zu beschränken. Da lesen wir in einer Fußnote, dass im Jahre 1715, als der Orden in seinem größten Glory stand, also in seiner größten Gloria stand, als er über 700 Kollegien besaß und über 22.000 Mitglieder zählte, gab es nur 24 Prozesshäuser und in keinem derselben lebten mehr als 10 Professen. Gewiss genug, dass der oben angeführte Grundsatz die stabile Regel blieb. Ja, also wenn ich 24 Prozesshäuser habe oder Professhäuser und in keinem derselben lebten mehr als 10 Professen, dann habe ich ja 24 mal 10 höchstens 240 Profess unter den Jesuiten. Wenn ich das auf 22.000 Mitglieder hier verteilen muss, dann ist das ein knappes Prozent. Ja? 0,1%. 20.000, 2.000, 200, ja, sind das 200. Und 1% ist das. 1% der Gesellschaft, die wirklich die Profest sind in diesem Fall. Ja? Und in einer anderen Größenordnung befindet sich das heute auch nicht. Wenn nun aber auf diese Art nicht geholfen werden konnte, so musste es auf eine andere geschehen. Denn mehr Werkzeuge musste man haben, und zwar um jeden Preis. So kam dann Loyola auf den Gedanken, eine dritte Klasse von Mitgliedern zu kreieren, das heißt eine Klasse von solchen, die als Beihelfer, ja, das sind Koadjutatoren oder Koadjutoren sind, dem Orden denselben Nutzen brächten, wie wenn sie Professen wären, ohne dagegen dieselben Rechte zu besitzen. Also du hast dieselben Pflichten, aber nicht dieselben Rechte. Diese Klasse nannte er die Coadjutores, also auf Deutsch die Beihelfer. Ja, Coadjutatoren habe ich ja öfter schon gesagt, das Wort. Und zugleich trennte er sie in zwei Unterabteilungen, nämlich die weltlichen und die geistlichen Coadjutores. Aha, der Papst aber genehmigte sofort auch diese neue Einrichtung, und zwar in einer eigenen Bulle, welche am 5. Juni 1546 unterzeichnet wurde, also ein Jahr nach der ersten. Hierdurch erhielt der Jesuitenorden die nachfolgende Organisation. Die niederste Stufe, aus der sich der eigentliche Stamm stets rekrutierte, nahmen die Novizen ein.
Man wählte sie aus den talentvollen und gebildeten Jünglingen, welche in den Kollegien erzogen wurden, aus und brachte sie vorerst in das sogenannte Probehaus, Domus Probationis, wo selbst sie, der Novizenmeister, Magister Novitorium, mit einem Gehilfen 20 Tage lang beaufsichtigte und leitete. Leitete, ja, leitete in die spirituellen Übungen. Ja. Blieben sie nun fest auf ihrem Entschlusse, in den Orden zu treten, und war die Beaufsichtigung zu ihren Gunsten ausgefallen, das heißt, man hatte gefunden, dass sie taugliche Subjekte werden würden, so wurden sie zu wirklichen Novizen promoviert und kamen in die Noviziathäuser, in welchen sie 2 Jahre lang zu bleiben hatten. Da mussten sie denn im ersten Jahre alle Grade der Selbstverleugnung durchmachen. Sie mussten ihr Fleisch kasteien und im Spitale die schmutzigsten und ekelhaftesten Kranken pflegen. Auch zum Betteln und anderen niedrigen Hantierungen wurden sie angehalten, und überdem gewöhnte sie der Meister, dem sie in oftmaliger Beichte ihre geheimsten Gedanken und Wünsche eröffnen mussten, tagtäglich an den blindesten Gehorsam. Im zweiten Jahre, wenn sich ihre Demut und Unterwürfigkeit bewährt hatte, gab man ihnen mehr geistige als körperliche Beschäftigung und übte sie besonders auch im Predigen und Katechisieren und in anderen seelsorglichen Dingen. Auch hütete man sich wohl, sie allzu sehr zu ermüden, um ihnen ihren künftigen Stand nicht zu entleiden, und gönnte ihnen sogar verschiedene Ergötzlichkeiten, wie zum Beispiel Aufführung von Ketzergerichten und anderen ähnlichen Schauspielen. Hatten sie nun das 2-jährige Noviziat glücklich bestanden, so nahm man ihnen die 3 Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ab und ließ sie zu geistlichen Koadjutoren vorrücken. Als solche waren sie in den ersten 2 Jahren nur sogenannte Scholastica, das heißt geprüfte Schüler, die man entweder in den Kollegien oder auch in den Missionen als Gehülfen verwandte. Wenn sie sich jedoch die nötige Erfahrung, um sie mehr selbstständig verwenden zu können, gesammelt hatten, so beförderte man sie je nach ihren Talenten zu Professoren, Rektoren, Predigern, Gewissensräten und was dergleichen mehr ist, und sie hießen nun Coadjutores Formati, das heißt wirkliche Beihelfer. Neben ihnen gab es noch weltliche Beihelfer oder Coadjutores Seculares, welche sozusagen als Laienbrüder fungierten und ohne eine höhere Weihe erhalten zu haben, den Haushalt in den Kollegien, Missionen und Prozesshäusern besorgten. Sie hatten mit dem eigentlichen Priestertum, das heißt mit der Seelsorge und dem Unterricht, nichts zu tun und genossen, weil sie niedrige Dienste verrichten mussten, meist nur sehr geringe Ehre. Nicht selten jedoch erhielten auch höhergestellte Laien den Titel der weltlichen Koadjutoren, um sie wegen der treuen Dienste, die sie dem Orden leisteten, auszuzeichnen, und diese übernahmen dann natürlich nicht nur eine bestimmte Funktion, sondern sie blieben vielmehr in ihrer bisherigen weltlichen Stellung. Sie waren bloße Verbündete oder Affiliierte, also spottweise nannte man sie auch die kurzröckigen Jesuiten, ja? Oder die Jesuiten in voto. Die Kurzröckigen, die Short Robes, da kennt man auch heute noch den Ausdruck. Und die Schüler Loyolas rühmen sich selbst, dass selbst mehrere gekrönte Häupter, wie zum Beispiel Kaiser Ferdinand II. Und König Ludwig XIV., der Sonnenkönig von Frankreich im 17. Jahrhundert, dieser Klasse des Ordens angehört hätten. So, wollen wir eben sehen, wie weit das hier noch geht, weil wir sind eine knappe Stunde im Video. Und ich will natürlich nicht 2 Seiten vor Schluss jetzt abschließen. Ne, okay, da können wir dann später weitermachen. Gut, dann ende ich meine Lesung für dieses Video jetzt hier und heute auf Seite 86 im PDF. Und da werden wir hier nächstes Mal weitermachen, weil ich habe eine knappe Stunde jetzt erreicht, denke ich. Ja, 1 Stunde und 3 Minuten läuft das. Und von daher denke ich, dass das genug war.
Ich bin ziemlich sicher, dass ich euch Material genug gegeben habe, um drüber nachzudenken, was ich hier vorgelesen habe und was ich kommentiert habe. Und ich frage wirklich mit Nachdruck, dass ihr eure eigenen Studien macht in dieser Sache und dass ihr euch darum kümmert, euch selbst darüber zu informieren, ob die Jesuiten tatsächlich so eine schlechte Organisation sind, wie ich es behaupte, ob tatsächlich die Jesuiten als absoluter Top hinter der sogenannten neuen Weltordnung stehen, ja oder nein, und ob tatsächlich die römisch-katholische Kirche die abtrünnige satanische Synagoge Satans ist, wie ich immer behaupte. Und das kann man nur machen, wenn man sich mit dieser Sache beschäftigt, wenn man die Bibel studiert und wenn man diese Dinge studiert, wie wir sie jetzt gerade eben gelesen haben. Also ich freue mich bereits auf die Fortsetzung hiervon, auf den achten Teil von dem Buch von Griesinger über die Jesuiten und ihre geheimnisvolle Wirkung damals bis jetzt. Und das bis jetzt von 1866, wo er das Buch schreibt, ja, über die Zeit von 1866 bis jetzt, da kann man dann vielleicht Bücher lesen wie Code Word Babylon von P.D. Stewart oder auch, wenn es endlich rauskommt, das Buch über Papst Franziskus, Herr dieser Welt, das neue Werk von P.D. Stewart. Gut, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und bis zum nächsten Mal. Jörg von Juggler66, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen schönen Tag. Möge Gott euch behüten und beschützen, überall wo ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Do